Hey Leute, Stefan Weisgerber hier. Willkommen bei meiner neuen Kochshow. Ab sofort jeden Sonntag um 12 Uhr aus der Küche für euch zum Nachmachen. Wir haben noch keinen Namen für die Kochshow. Ihr habt zwar ein paar Vorschläge gemacht, aber ich weiß nicht, mir hat so keiner wirklich gefallen. Wir hatten Steph the Chef, wir hatten Steff Koch, wir hatten Steffs Cuisine, also ein bisschen exzellenter, wir hatten Cool Cookings, Cooking Coach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, falls euch ein Name einfällt, haut ihn am besten gleich in die Kommentare. Also, bei der Kochshow geht es eigentlich nur darum, dass ich euch ein paar Rezepte gebe. Sollen einfach sein, sollen schnell zu machen sein, sollen günstig sein. Also ich sag immer, männlich, pleite, Single. Man kann nicht kochen, man hat keine Kohle, ja, man hat keine Ahnung von Lebensmitteln. Das heißt, ihr dürft hier jetzt nichts Ausgefallenes, Krasses erwarten, sondern ich gebe mein Bestes, wie ihr vielleicht dann auch sehen könnt. Ich lerne selber auch immer noch dazu. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man in einer Pfanne immer nur Holz benutzt und kein Metall, weil man sonst einfach nur alles kaputt macht. Okay, nein. Es geht einfach nur darum, dass die Rezepte locker sind und eine gesunde Variante zu dem, was ihr sonst so im Alltag esst. Genug gelabert, fangen wir an. Das erste Rezept, das wir zusammen kochen, ist Apfelstrudel-Porridge. Wir haben Porridge aus Haferflocken mit Vanilleprotein, einem Apfel und ein bisschen Zimt, damit das Ganze mega geil schmeckt, proteinreich ist und gesund ist. Gehen wir mal zu den Zutaten. Okay, wir haben einmal einen handelsüblichen Apfel, wie ihr ihn auf jeder Plantage aus eurem Umkreis bekommt. Dann haben wir Haferflocken, bekommt ihr aus jedem Supermarkt, kostet nicht mal einen Euro. Dann haben wir einmal Zimt. Hier gibt natürlich verschiedene Arten von Zimt. Ihr könnt teuren nehmen, billig nehmen, im Endeffekt euer Körper. Wir haben einmal Vanilleprotein, hier Whey-Protein, Isolat. Steht zwar Zeittag drauf, ist aber nicht drin. Ich benutze immer Optimum Nutrition. Dann haben wir einmal fettarme Milch. Wir brauchen eine Schale, wo wir das ganze Zeug dann reintun. Ein Messer, mit dem wir das Ganze klein machen. Und ein Schneidebrett, dass wir nicht die Küche ruinieren. Was sich empfiehlt, nicht nur als Coke-Stealer, sondern auch, wenn man Bodybuilder ist oder Kraftsport betreibt, dass man eine Lebensmittelwaage hat. Einfach so ein bisschen Fakten checken, Zahlen, lüge nicht. Dann brauchen wir eine Pfanne, da kommt später der Apfel rein und, was jeder daheim haben sollte, eine Mikrowelle. Zuallererst machen wir mal den Apfel klein. Wir brauchen nur die Hälfte, das heißt einmal in der Mitte durch, boom. Den Apfel könnt ihr in viele kleine Stücke machen, boom. Also ich bin da immer ein Freund von, naja, es muss nicht schön sein. Wenn ihr Fotos seht, wo das Essen schön angerichtet ist, dann ist es immer Sarahs Werk, boom, nicht meins. Und wenn ihr euch fragt, warum ich gerade so behindert schneide, ist, weil mir die Kamera hier in der Fresse ist und ich gucken muss, dass ich mich nicht verletze. Bam, 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 bam. So, dass auch eure Oma und euer Opa das Ganze kauen kann. Bam, 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 bam. Dass euer kleines Kind nicht dran erstickt, boom. So, für alle Russen, Rumänen und Polen da draußen, ihr solltet ja mit dem Messer geübt sein. Von daher, kein Problem. Als nächstes die Haferflocken und hier brauchen wir 100 Gramm. Das heißt, wir machen erst die Schale drauf, machen dann an, dass es auch wirklich bei Null ist. Dann nehmen wir die Haferflocken und geben sie in die Schale rein, bis auf der Anzeige 100 steht. Bam, bam, bam. 90 ist so ein bisschen wie beim Tanken, wenn man versucht, genau die Null zu... Alter, hier bisschen zu viel. Ihr wisst, was ich meine. Dann nehmen wir Wasser, geben es zu den Haferflocken rein und zwar so viel, dass die Scheiße gerade so schwimmt. Okay, hier, dass es so ein bisschen schwimmt. Natürlich könnt ihr auch mehr nehmen, wenn ihr es ein bisschen flüssiger haben wollt oder weniger, wenn ihr es ein bisschen fester haben wollt. Als nächstes brauchen wir dann die Pfanne, wir tun sie auf den Herd. Ihr könnt dann so ein bisschen Öl oder Pfannenspray oder Kokosfett oder was auch immer reintun, dass es nicht so ganz festklebt. Und dann werfen wir die Äpfel, die wir gerade geschnitten haben, da rein. Hier, und kein Metallbesteck, ganz wichtig, Plastik oder Holz, sonst macht ihr die Pfanne kaputt. Wäre nicht die erste. Von daher, bam. Und dann könnt ihr das Ganze ein bisschen verteilen, dass der Apfel da schön, was heißt schwimmt. Schwimmen ist das falsche Wort, ist ja keine Apfelsuppe. Aber so ein bisschen beschichtet ist. Und dann dreht ihr das Ganze auf, jetzt nicht auf volle Pulle, sondern ich sag mal, wenn ihr hier bis 9 die Möglichkeiten habt, dann geht ihr vielleicht auf 7 oder so. In der Zwischenzeit nehmen wir unser Haferflocken-Wassergemisch und stecken es in die Mikrowelle.
So, wichtig, volle Pulle, also so viel wie eure Mikrowelle hergibt und etwas mehr als 2 Minuten. Das ist so das Ding. Wichtig, macht erst die Pfanne fertig, wo der Apfel drauf ist, die brauchen länger. So, sobald euer Apfel anfängt so ein bisschen zu braten, könnt ihr den Zimt drüber tun. Wichtig, schaut nochmal nach, dass es auch wirklich Zimt ist und kein Curry. Sieht gleich aus, alles schon vorgekommen, also ordentlich drüber und dann nicht vergessen, dass ihr das Ganze so ein bisschen vermischt, dass auch jeder Apfel so ein bisschen von dem Zimt abbekommt. Als nächstes kommt das Protein zum Einsatz. Wie gesagt, hier Vanilleprotein. Ihr könnt auch was anderes nehmen, empfehle ich euch aber nicht. Also hier ordentlich drüber streuen. Das ist einmal zum Süßen, einmal natürlich, weil es Proteine hat. Das werden so um die 20 Gramm sein. Ihr könnt die Lebensmittelwaage benutzen, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. So, ordentlich einen Haufen Koks drauf. Danach noch ein bisschen Zimt. Ups. Auch hier wieder, ja, so ein bisschen halt, je nachdem. Es gibt da kein richtig oder falsch, ist alles Geschmackssache. Und damit das Ganze ordentlich vermischt wird, braucht ihr hier die Milch. Und hier jetzt wirklich nur einen Schuss. Ja, also einen ordentlichen Schuss. Auch hier wieder, wenn ihr eine Milchsuppe draus machen wollt, dann macht das. Ihr müsst es essen, nicht ich. Und dann könnt ihr anfangen, das hier zu zermachen. Ist scheiße heiß, ey. Ja, also aufpassen, wenn es in der Mikrowelle war, ist es schön heiß. Genau, hier schön zermatschen. Am besten grabt ihr hier so ein Loch rein, so, weil dann könnt ihr das Ganze gut verteilen, sodass überall Äpfel sind und nicht nur oben drauf. Also hier so einen richtigen Krater bilden. Eure Äpfel müssten dann eigentlich so goldgelb fertig sein. Die könnt ihr dann einfach schön hier reinwerfen und boom. Et voilà. Und fertig ist Apfelstrudel Porridge. Okay, und das war's auch schon. Wir sind fertig. Macht das Apfelstrudel-Porridge nach und schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob es euch geschmeckt hat oder ob ihr es eurem Hund oder euren kleinen Schwester zum Essen gegeben habt. Abonniert den Channel, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder hier in der Küche. Ja, lasst euch überraschen, was wir dann machen. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.